Okay, 4-1-2-1-2 bereit. Let's go. Mit linken und rechten Mittelfeldspieler. Boah, ist das für ein Start, Alter. Salah müssen wir ja schon mitnehmen. Okay, Salah nehmen wir mit. Kein guter Start, aber na, kann nur besser werden, Leute. Deswegen weiter geht's. Rechter Verteidiger. Ja, kann eigentlich nur besser werden. Oder auch nicht. Wedemeyer. Wo sind die guten Spieler, Leute? Lasst gerne ein Like, das gerne. Oder falls ihr nicht abonniert habt, kostet das Abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ich hoffe doch, ihr seid täglich am Start. Ginola, okay, ist schon mal ganz okay, aber jetzt auch nicht mega nice. Schreibt mal gerne rein, was euer Rekord-Draft ist, Leute. Mein Rekord, 127er-Draft, 128er natürlich die nächste Challenge. Und wir versuchen natürlich auch wie immer einen Full-Icon-Draft irgendwie an den Start zu bringen. Wir haben Adams in der 96. Ist natürlich nicht schlecht. Full Copa America Draft ist auch noch eine Challenge. Können wir natürlich hier mit Adams ganz gut starten. Petit hat auch nur eine 90. Deswegen nehmen wir mal Adams mit. Wir gucken mal, was hier noch so geht. Weiter geht's mit dem nächsten Spieler. Leute, abonnieren, ne? Nicht vergessen, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ihr wisst es jeden Tag. Ich hoffe doch, ihr seid am Start. Schreibt gerne mal so in die Kommentare, was ihr bislang zum neuen Event gezogen habt. Ich hoffe, ihr habt doch den ein oder anderen heftigen Spieler bislang schon gezogen. Wäre auf jeden Fall sehr nice. Wir haben Sanchez am Start. Wir haben Bosenik. Oder läuft. Okay, wir nehmen mal Sanchez mit. Erste Icon ist am Start. Läuft bei uns. Okay, ZDM, weiter geht's. Come on. Direkt die nächste Icon hinterher würde ich nehmen. Jude Bellingham, 97. Können wir natürlich dann nicht mehr als Team of the Tournament Card bekommen. Deswegen würde ich schon fast auf De Bruyne gehen. Aber De Bruyne hat auch ein Team of the Tournament Card. Bro, aber ich kann jetzt nicht hier Santos mitnehmen in 94. Ich glaube, ich nehme Bellingham mit. Komm, ich nehme Bellingham mit, Leute. Was soll's? Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Wenn wir ihn so oder so nicht kriegen gleich, ne, dann hat es uns hier auch nicht viel gebracht. Von daher nehmen wir ihn mal lieber jetzt mit. 96er Delef. Erste EM-Karte ist am Start. Also bislang das Team, naja, es wird langsam besser, muss ich sagen. Die letzten Karten waren okay, aber ja, dann kommt wieder sowas, ich glaub's nicht. Aber gut, jetzt kam eigentlich eine schlechte Karte, das heißt, eigentlich müsste dann jetzt wenigstens der Torhüter gut werden, oder? Weil sonst wäre es schon echt ein Witz, ja, sieht schon mal okay aus. Naja, gut, ist das jetzt nicht. Testegen, Campbell und Keating. Ich weiß nicht, soll ich Testegen mitnehmen oder Keating? Ich weiß nicht, wir nehmen mal, komm, wir nehmen Testegen mit, was soll's. Okay, Stürmer. Ronaldo würde ich nehmen, Messi würde ich natürlich auch ganz gerne nehmen. Griezmann nehme ich auch. 97er Griezmann ist auch nicht schlecht, kann man machen. Kann man mal machen, wo kann er noch spielen? Rechter und linker Flügel haben wir leider nicht. Aber wir nehmen Griezmann mal mit. 97er Card von Antoine Griezmann. 92er Bewertung. Zwei Non-Rare-Spieler ist natürlich auch hart, ne? Das ist echt, also das ist echt hart. Und der dritte kommt direkt dazu, ich glaub's nicht. Oh, Alter, ey, langsam reicht es mal mit den Non-Rare-Spielern, ey, wirklich drei Non-Rare-Spieler, also ein finde ich okay, aber drei ist hart. Butragueno haben wir am Start, der kann wenigstens links Mittelfeld spielen, das ist schon mal nice. Ginola müsste auch rechts spielen, ja, oder sollte nicht, könnte der rechts spielen, ah, der kann ZOM und Stürmer spielen, okay. Bellingham kann hier irgendwie, ey, da können wir es irgendwie umstellen, sieht schlecht aus bislang. Okay, wir packen Butragueno erstmal hier für die Non-Rare-Karte rein. Weiter geht's. 92er Wertung ist jetzt halt auch wirklich nicht so stark. Aber mal schauen. Wir gucken mal, was noch geht. Alvarez kann Innenverteidiger spielen. Das ist schon mal gut. Die nächste Copa America-Karte, Leute. Hol Copa America. Draft noch incoming. Ich sag's euch. Zwei Karten am Start. Zwei EM-Karten. Läuft bei uns. Ich würde so Messi nehmen. So 99er Messi würde ich auf jeden Fall nehmen. Eusebio, wir haben natürlich wieder viel zu viele Stürmer, ist das Problem, aber was soll ich machen? Wir müssen Eusebio mitnehmen. Gar keine Frage, kommt erstmal für Günther rein, dann sind wir auf der 93, durchsortieren sogar auf der 94. Okay, Lord Bones, wird man hier wenigstens ein bisschen besser, gerade die Startelf. Passt, cool, 90er, ne? Alle außer Salah, 90er. Ja, dafür, dass am Anfang so schwach aussah, haben wir es jetzt hier noch ganz gut gedreht, würde ich sagen. Frankowski, nächste EM-Karte. Frimpong haben wir auch, Frimpong. Ein rechtes Mittelfeld spielen, was natürlich ganz nice wäre. Wir brauchen aber auch noch einen Rechtsverteidiger, fällt mir gerade auf. Nehmen wir mal Frimpong mit, stellen erstmal hier rein, gucken wir mal gleich, wie wir es machen. Boah, wenn Ginola rechts spielen könnte, wäre es eigentlich nice, aber kann er leider nicht. Schade. Okay, weiter geht's. Erst drei Icons, also Icon-technisch bislang schwach das Team. Gonzales, nächste Copa America Card. Boah, der kann rechts Mittelfeld spielen, das war jetzt wichtig. Das war jetzt sehr, sehr wichtig. Full Copa America Draft, vielleicht doch noch eine Option.
chemietechnisch sieht bislang nicht ganz so gut aus, muss man sagen. Aber naja, wir gucken mal. 94er Bewertung, 95er Bewertung. Vielleicht 96er noch machbar. Vielleicht ist die 96er Bewertung noch machbar. Wäre ein Rekord. 96er Bewertung hatte ich noch nicht am Start. Schreibt mal gerne rein, was euer highest Rating war. Ob ihr schon mal eine 96er Bewertung da stehen hattet. Teresa G. haben wir am Start. Nächste Icon. Können wieder beide nur im Sturm spielen. Puschkas mit Teresa G. ist natürlich ein bisschen schade. Aber gut, müssen wir ja mitnehmen. Würde sogar einen Chemiepunkt mehr bringen für Grießmann nach vorne drin. Pack ich erstmal für Genola rein, was soll's. Okay, weiter geht's. Also chemietechnisch 100 Chemie, also volle Chemie werden wir auf jeden Fall nicht mehr kriegen. Aber naja, egal, darum geht's nicht. Wir wollen hier ein heftiges Draft bauen gerade, deswegen Oberdorf 90er rated. Also Icon-technisch erst 4 Icons am Start. Bro, was ist hier los? Wo sind denn die Icons? Wo sind die Icons hin? Ich weiß es nicht. Mané und Berardi. Also irgendwie, puh, ich weiß nicht, ne? Es wird auch nicht wirklich besser, ist das Problem. Es wird nicht wirklich besser. Mané könnte linkes Mittelfeld spielen, Berardi könnte rechts spielen, bringt jetzt auch nicht viel. Mané bringt keinen einzigen Chemiepunkt. Ja gut, läuft bei uns. Jawohl, Sosa, nächste High-Rated Karte. Bompastor haben wir auch noch am Start. Oh, die kann sogar auf dem linken Mittelfeld spielen. Sosa allerdings auch. Ah, das Draft ist nix. Wir nehmen mal Bompastor mit. Da haben wir schon mal eine Linksverteidigerin. Packen wir mal hier hin. Die letzten beiden Spieler kommen. Gönnen wenigstens noch zwei gute Spieler. Gönnen wenigstens noch zwei gute. Boah, ich dachte schon, die kommt nichts mehr. Cafu, okay, nice. Cafu ist nochmal ganz fresh. Da haben wir wenigstens nochmal eine Icon. Er kann leider nicht Innenverteidiger spielen. Schade. Wir nehmen Cafu natürlich trotzdem mit. Gehen wir mal rein für Primpong. Was ist, wenn wir Primpong hier reinstellen? Nee, bringt erstmal nichts. Was ist, wenn wir Griezmann hier noch austauschen? Aber wir könnten eventuell doch noch, warte mal, wir könnten eventuell doch noch auf volle Chemie kommen. Butragueno erstmal hier rein. Dann exakt dieser G erstmal hier oben hin. Ja, vielleicht ist hier noch was möglich. Müssen wir mal abwarten. 94 Wertung. Das Team ist ja nicht schlecht, ne? Was haben wir hier noch? Zuletzt Kobel und Endler. Okay, wenigstens nochmal ein High-Rated-Spieler. So droppen wir auf jeden Fall nicht vom Rating, ja? Das ist schon mal ganz gut. Aber ich glaube, hier ist nicht mehr viel möglich, chemietechnisch. Ah, ich glaube, chemietechnisch ist hier nicht mehr viel möglich. Wer hat denn hier keine Bellingham und Ter Stegen? Warte mal, was ist, wenn wir Endler reinpacken? Nein, und Bellingham noch irgendwie hier austauschen? Na gut, gegen Ginola hätten wir einen Chemiepunkt mehr. Aber ich denke mal nicht, dass wir dann noch auf Full Chemie kommen durchsortieren durch Manager. Naja gut, dann machen wir so, wie ist auch egal. Könnte eventuell ein 127er noch werden oder ein 126er. Junge, Chemie, Digga, Manager bringt auch nie Chemie, ich schwöre, nie. Ey, Manager können Sie sich sparen. Das war's, Leute, von diesem Draft. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Kostet abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten, nicht zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Schreibt gerne rein, was euer Icon-Rekord ist, was euer Rating-Rekord ist vom Draft. Bis zum nächsten Mal rein und ciao.